Kein Mensch ist frei von Fehlern, natürlich auch ich nicht. Und ich zeige euch heute meine Shopping-Fails der letzten 2 Jahre. Fehler sind logischerweise immer nur dann gut, wenn man auch wirklich was draus lernt. Heute zeige ich euch meine Fehler, was die Shopping-Fails der letzten 2 Jahre angeht. Glücklicherweise waren das nicht ganz so viele, aber wenn man sich das hinterher anschaut, ist das trotzdem irgendwie ein bisschen ärgerlich. Starten wir mit Shopping-Fail Nummer 1 und das sind gleich 2 Jeansjacken. Ich habe mir nämlich ungefähr vor roundabout 2,5 Jahren 2 Jeansjacken bei Zara gekauft. Ich habe die erste Jacke anprobiert und habe gedacht, so geil, die passt vom Fit her richtig nice, ja, auch eine coole Farbe. Und dann gab es die auch noch in Schwarz und habe ich gedacht, weißt du was, dann nehme ich doch einfach direkt beide Jeansjacken mit, in Blau und in Schwarz. Kann ich bestimmt cool kombinieren, vielleicht auch in dem einen oder anderen Outfit-Video oder YouTube-Video tragen, aber Pustekuchen. Ich habe die Jacken kaum bis gar nicht getragen und wenn man dann so fast neue Kleidungsstücke im Kleiderschrank hängen hat und die kaum bis gar nicht trägt, ist das wirklich ganz schön ärgerlich. Warum habe ich die kaum getragen, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Wahrscheinlich, weil ich mich vom Style so ein bisschen weiterentwickelt habe und einfach nicht das volle Potenzial ausgeschöpft habe aus meinen Kleidungsstücken. Und die sind einfach im Kleiderschrank hängen geblieben, ja? Traurig, aber wahr. Was lernen wir daraus? Auf jeden Fall erstmal nur ein Kleidungsstück kaufen, würde ich sagen. Und wenn ihr bemerkt, dass ihr ein Kleidungsstück gekauft habt und ihr das vielleicht doch nicht so oft anzieht oder doch nicht so cool findet wie eingangs gedacht, dann empfehle ich euch, sofern das noch möglich ist, das Kleidungsstück einfach zurückzubringen. Denn es gibt nichts Ärgerlicheres, als ein fast neues Kleidungsstück einfach nur im Kleiderschrank hängen zu lassen. Der zweite Shopping-Fail ist tatsächlich ein Rollkragen. Leute, wie ihr wisst und auch in den Videos sehen könnt, ich liebe Rollkragen. Und gerade im Winter sind Rollkragen meine absoluten Must-Have-Basics, die ich fast tagtäglich nutze, wie jetzt auch hier zum Beispiel den in dunkelgrün. Und ich habe dann meine Basic-Rollkragen bei Uniqlo gefunden und habe dann gedacht, weißt du was, ich weiß ja, was ich da kaufe, also nehme ich auch nochmal einen in beige mit. Aber das war ein absoluter Fehlkauf. Warum? Ich wusste ja eigentlich, was ich kaufe, aber ich habe den Rollkragen nicht anprobiert, habe den dann einfach mitgenommen und als ich dann zu Hause war und den angezogen habe, hat man gesehen, dass diese Farbe beige einfach nicht blickdicht genug ist. Heißt, man konnte einfach meinen Nippel sehen, wenn ich nichts unter dem Rollkragen anhatte. Wenn ich aber dann was unter dem Rollkragen angezogen habe, wie zum Beispiel ein weißes T-Shirt, dann hat man auch die weißen Ärmel gesehen, was auch nicht nice ist. Heißt, ich müsste unter diesem Rollkragen so ein langärmeliges Longsleeve anziehen, damit ich den überhaupt trage. Und das tue ich halt nicht. Und von daher habe ich dieses Kleidungsstück einfach gar nicht bis kaum angezogen. Und das ist natürlich super schade. Was lernen wir daraus? Auch wenn du weißt, was du kaufst, wenn du andere Farben auswählst, gerade helle Farben, solltest du auf jeden Fall checken, ob die Kleidungsstücke blickdicht genug sind für deinen Geschmack. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du das Kleidungsstück auch genau da lassen, wo es ist. Und Leute, bestimmt habt ihr euch auch schon mal irgendeinen Shopping-Fail geleistet. Schreibt den doch mal gerne in die Kommentare rein, was euer größter Shopping-Fauxpas bis dato gewesen ist. Und damit solche Shopping-Fails der Vergangenheit angehören, solltet ihr auf jeden Fall mal den Man Style Guide auschecken. Das ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling und das gibt euch einfach so die richtigen Guidelines mit an die Hand, wenn es um dieses Thema geht. Mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommt ihr 20% Rabatt auf dieses E-Book. Links dazu unten in der Box. Der nächste Shopping-Fail sind diese richtig nicen, hellen, chunky Winterboots. Ich habe mir diese Boots für ein Outfit-Video bestellt und die fand ich halt richtig nice. Also vom Look her richtig mega und ich bin da für dieses Outfit-Video nur ganz kurz reingeschlüpft und bin da gar nicht drin gelaufen bzw. gegangen. Also ich bin da gar nicht irgendwie großartig hoch und runter mitgelaufen, sondern ich habe die einfach nur anprobiert, da reingeschlüpft und ich habe gesagt, boah, geil, sehen nice aus, die behalte ich. Dann habe ich allerdings einen langen Spaziergang gemacht und dann musste ich leider feststellen, dass die an den Knöcheln überhaupt gar nicht sitzen. Dann habe ich mir meine Knöchel an den Seiten komplett blutig gelaufen und die Teile passen jetzt beim Laufen absolut gar nicht. Und zudem kann man diese hellen Winterboots natürlich auch nur an sonnigen Wintertagen tragen, aber das war mir natürlich vorher schon bewusst. Nur ist es halt so, wenn du halt Boots hast, die an den Knöcheln gar nicht passen, ja, dann ziehst du die halt natürlich auch gar nicht an. Was lernen wir daraus? Wenn ihr euch neue Winterboots und neue Winterstiefel kauft, schlüpft nicht nur rein, sondern lauft auch wirklich 1, 2 Meter, vielleicht auch 10 oder 14 Meter, damit ihr auch wirklich das Gefühl habt, dass die wirklich sitzen. Nächster Shopping-Fail. Fast identisches Szenario wie bei Punkt Nummer 1 bei den Jeansjacken. Ich wieder bei Zara auf der Suche nach Oversize-T-Shirts, habe dann auch welche gefunden, war auch überfroh, dass ich welche gefunden habe in Schwarz und in Braun. Und dann habe ich gedacht, ey, weißt du was, das gibt es auch noch in Rosa.
Rosa, nimmst du das in Rosa auch noch mit. Aber das war tatsächlich ein Fehlkauf, weil ich das rosane Oversize-T-Shirt wirklich kaum getragen habe. Ich muss sagen, man darf sich einfach nicht zu sehr von der Euphorie leiten lassen. Also wenn ihr zu sehr im Shopping-Feeling seid und zu sehr euch darüber freut, dass ihr das Richtige gefunden habt und dann denkt ihr, ach komm, das nimmst du auch noch mit. Leute, lasst euch nicht zu sehr von diesem Shopping-Modus leiten, denn das führt, wie man jetzt auch hier sehen kann, tatsächlich zu blöden Fehlkäufen. Machen wir weiter mit dem letzten Shopping-Fail, was eigentlich gar kein Shopping-Fail ist, aber ich habe es jetzt einfach trotzdem mal hier mit aufgenommen, weil ich mir sicher bin, dass wir alle was draus lernen können und ich habe auf jeden Fall was draus gelernt. Es geht um diesen Leinenanzug hier. Ich habe diesen Leinenanzug mir custom-made anfertigen lassen und vom Fit her passt er auch wirklich hundertprozentig. Aber als ich den dann später auf einer Hochzeit anhatte, da ist mir aufgefallen, dass ich hier und da nur noch wenig Spielraum habe. Und warum war das so? Warum ist das so? Leine ist ein Stoff, der kaum bis gar nicht dehnbar oder elastisch ist. Heißt, wenn man so einen Leinenanzug oder generell Kleidungsstücke aus Leine kauft, dann sollte man das auf jeden Fall im Hinterkopf haben, dass Leine wirklich kaum bis gar nicht nachgibt. Und von daher muss dieses Kleidungsstück schon wirklich sehr, sehr gut passen. Und wenn es dann wirklich zu gut passt, dann hat man möglicherweise hier und da nicht mehr ganz so viel Spielraum und dann wird es vielleicht auch hier und da ein bisschen enger, wenn man sich zum Beispiel hinsetzt oder hinhocken möchte. Was lernen wir daraus? Auf jeden Fall bei Kleidungsstücken aus Leine darauf achten bzw. im Hinterkopf haben, dass Leine kaum bis gar nicht dehnbar ist. So Leute, ich hoffe, ihr konntet aus meinem Shopping-Fail-Video ein bisschen was mitnehmen. Lernt aus euren Fehlern. Ich bin gespannt, was eure größten Shopping-Fails so gewesen sind. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Teilt das Video mit euren Freunden und ich wünsche viel Spaß beim Shoppen ohne irgendwelche Fauxpas.